Ja, und ich bin jetzt hier in der Küche. Da fühle ich mich so weit am besten, was die generellen Schmerzen angeht, kann ich gut sitzen. Passt. Muss auch nicht immer fahren, kann auch andere Sachen hier spielen, aber erstmal hier in der Küche sitzen, beste. Das freut mich. Ein alter Mann wie du noch Television schaut, dann passt das. Bestimmt kommst du gerade vom Tatort oder so. Tatort geradeaus, denkst dir, okay, was mit dem Gagsle passiert. Ich lerne hier die Nordschleife. Mit verschiedenen Autos und versuche da Zeiten hinzukriegen. Aber dass es die schwerste Strecke auf der Welt ist, dauert es ein bisschen. Ja, dann schau, tu dich entspannt von Television hauen und schon einschlafen. Soll ich schon mal kurz Nächte sagen? Sogar 7 Gänge mit dem hier? Echt jetzt? Weiß nicht, ob ich das hier schaffe, ohne zu bremsen. Okay. Ich glaube nicht, dass der GT4 8 Gänge hat hier. Ist ja kein Formel 1 Auto hier. Ich fahre das erste Mal mit dem hier. Mal dann schauen, auf irgendeiner Geraden. Wir sind schon Formel 1 gefahren, wir sind schon LMP-Autos gefahren, jetzt mal gerade ein bisschen GT4, glaube ich, das ist das langsamste Auto, was wir hier haben. Aber so lernt man halt die Strecke auch, schön langsam. Boah, ist schon krass mit dem Gegenhall, also das ist also Wahnsinn. Okay, das ist diese eine Kurve, wo dann so eng wird, genau. Da kommt es gleich nochmal, aber nicht so eng. Welchen Ring denn? Welchen Ring denn? Das ist eine 20 Kilometer Strecke, da fahre ich nichts blind. Ich fahre das erste Mal. Oder das zweite Mal, aber ich habe getestet das ein bisschen. Das ist die Nordschleife. Nürburgring ist halt ein Teil. Ich bin die nie gefahren. Das ist meine Hassstrecke, ist Endgegner. Ich habe immer gesagt, wenn ich die mal fahre und die irgendwann ein bisschen kann, kann ich in Rente gehen. 20 Kilometer grüne Hölle. Bin ich nie gefahren, habe ich immer vermieden. Immer vermieden, das Ding. Schwerste Strecke der Welt, soweit. Aber jetzt habe ich Bock.
Jetzt habe ich mir 8 Autos rausgesucht und möchte mit jedem Auto eine gültige Runde fahren mindestens. Das ist nicht so einfach, weil die hat über 100 verschiedene Kurven. Die musst du so fahren, dass du nicht rausfliegst. Und das ist nur die Aufwärmrunde gerade. Die zählt ja nicht, wenn du aus der Box rauskommst. Ja, 102 Kurven sind wild. Und ich versuche mir so viel wie möglich zu merken, aber das ist schon ein Brett, sag ich dir. Wie kommst du auf mich? Hast du Post auf Twitter gesehen oder Discord? Ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, das ist nur die Kamera, die umgestellt ist, oder? Ich glaube eher das Gegenteil, Spezi. Ich wüsste nicht, wann und wo ich abgenommen hätte sollen. Aber wenn es so aussieht, ist doch schön. Kommt es bei der Kamera gut zur Geltung. 1440p30, die Cam. Ja, das ist mein normaler Haarschnitt von früher, so ein bisschen. Seitlich ein bisschen kürzer, oben so nach oben, ja. Das, den mag ich. Hatte mir doch nicht ganz abrasieren lassen. Jo, als du immer fliegen würdest mit dem Auto, das hat gar keinen Widerstand manchmal. Ich habe es ja diesmal schneiden lassen. Zuletzt habe ich dann selber rasiert. Aber an dem Tag ist es ja auch passiert. Ich musste an dem Tag zum Arzt, zum Friseur, und dann war ich, also ich bin um 8 in der Früh los, dann Arzt, Friseur, dann bin ich wieder um 15 Uhr da gewesen und dann hieß es, ich soll noch zum Sanitätshaus gehen, weil das Ding, was ich habe, nur noch heute gültig ist, um meinen Rollator abzuholen. Und dann war ich halt von um 8 in der Früh bis um 18 Uhr quasi unterwegs, weil es war zu viel für mich. Ich hatte, obwohl ich eine Kapuze über alles drüber hatte, regnerisch, kühl, windig. Ich hatte aber immer schon so Probleme und der hat auch gesagt, das rechte Ohr ist schon heftig. Kein Wunder, sich so Schmerzen. Ich habe gesagt, ich habe schon Schmerzen generell. Oder ist da klar bei der Entzündung? Hat er mir die Ohren da ausgesaugt? Links und rechts hat er mir dann Ding reingetan, irgendwie Cortison und Antibiotika, glaube ich. Was weiß ich. Denk schon. Wind, Kälte, Nässe. Keine Ahnung, aber ich denke schon. Ich hatte sowas als Kind mal, als ich irgendwie so 4 oder 5 war. Damals habe ich alle 12 Stunden eine Spritze bekommen. Oder wurde mir erzählt. Und ich kann mich ein bisschen daran erinnern, dass es so schmerzhaft war, diese Entzündung damals. Die war, also vom Gefühl her war sie noch schlimmer als jetzt. Ist ja so, dass mein rechtes Ohr mal wieder angegriffen war. Und dann habe ich dann einfach mal zusätzlich so ein paar mehr Ibos genommen, ne? So nochmal, so 3 bis 5 Tage nochmal Ibo 800 extra ein paar. Und dann ging es wieder besser. Und jetzt war das aber anders, dass am Anfang Mai, genau, dass am Anfang Mai
waren beide Ohren komplett entzündet. Hab dann Ivo genommen und es ging dann nicht mehr weg. Ging nicht mehr weg. Dann Termin. Ewig gewartet. Dann habe ich endlich geschafft, dahin zu gehen. Ivo wirkt entzündungshemmend, das ist ja das Gute, aber kann halt nicht ewig helfen, wenn der ganze Gehörgang entzündet ist. Und es ist nicht nur leicht entzündet, sondern sehr schwer. Haben extra gefragt. Hat er erstmal gefragt, weil ich hatte ihm noch so Berichte gebracht, ob ich wegen der Lunge da bin. Die Lunge ist ja auch, Lunge und Herz bei mir auch ein Problem momentan. Habe ich gesagt, nee, diesmal bin ich wegen Ohren da. Lunge können wir nächstes Mal machen oder so, Lunge und Hals. Die Tee habe ich auch noch von meinem Schädel. Mal schauen, ob ich in das Vakuum ein bisschen Luft reintun kann. Vielleicht hilft es ein bisschen, wer weiß. Ja. Und jetzt mal gucken. Er hat aber nicht wirklich viel geholfen. Ne? Durch das Cortison, was ich nehmen muss, bekomme ich Ultrakrämpfe. Ich weiß nicht, ob du damals schon dabei warst beim langen Stream, da habe ich mich im Bett gewälzt mit Krämpfen ohne Ende. Damals habe ich auch viel Cortison nehmen müssen, wegen meiner Lungenentzündung. Und wenn ich 2-3 Tage Cortison nehme und Antibiotika, so muss mir ja dieses Tropfen ins Ohr tun. Oh, ich glaube, ich kann die Runde gar nicht mehr zu Ende fahren, oder? Dann kriege ich brutale Krämpfe. Ich spüre irgendwie jeden Muskel 10-mal empfindlicher. Hab Krämpfe, Rücken, Seitenstechen, Zwerchfell, alles zwickt und drückt. Und das Schlimmste war, das habe ich im Stream noch nicht erzählt, das habe ich nur geschrieben an Guru und an Dave letztens. Wenn ich das erzählen soll, das ja. Ich lasse sowas im Stream. Solche Nahtoderfahrungen. Von da auf jeden Fall muss ich jetzt noch extra was nehmen, was die Muskeln ein bisschen entspannt. Keine Ahnung, ob du das kennst, das sind so Krebsschalen anscheinend. Oh. Wird immer besser. Ja, aber lass mir die Horrorgeschichten. Aber das ist halt das, was bei mir immer passiert, was soll ich denn sagen? Scheiße, ich habe glaube ich nicht genug Sprit für die Runde zu Ende zu fahren. Weil der hat anscheinend nur für 2 Runden Sprit, ich fahre schon die 3. Das ist eigentlich nur die 2., gell? Weiß nicht genau. Aber noch Gott! Bin ich eigentlich verstreckt so da, wo es nochmal kommt, aber nicht so schlimm. Ich kann keine 2 Runden fahren oder was? Scheiße. Ich wollte die Runde hier, dass sie eine Zeit hat. Oh, da steht einer quer. Im echten. 24 Stunden. Wird wieder enger hier. Das habe ich gelernt. Wo ist denn der Fuel überhaupt? Fuel total 6 oder was? Oh. Okay. Das geht sie nicht mehr aus. Scheiße.
Also kann ich die zweite Runde gezeitetes vergessen, muss ein bisschen mehr Sprit mitnehmen. Aber bis jetzt hatte ich so mit keinem Auto. Müssen wir nochmal fahren. Ist jetzt nicht das Spannendste mit dem Auto, muss ich sagen. Gut, wenn man am Limit fährt, bestimmt. Aber ich versuche das noch ein bisschen zu merken. Achso, und ich habe mein Handy auch nicht als Chat dahin getan. Okay, den nicht gezählt, die Runde. Ich wollte wieder zu viel. Ich bin immer so schön vorsichtig gefahren. Nicht zu sehr, aber doch, dass ich halt weiß. Stimmt, geht sich jetzt noch aus mit der Runde, ne? Auf Twitter gesehen, okay, cool. 1440p Bild mit der Kamera gemacht, sehr geil. Hashtag Kitchen Streaming. Bleib ohne Sprit. Willst du gleich schneller das Auto sehen, Spezi? Ich könnte mit dir noch ein paar Runden drehen oder noch ein schnelleres nehmen. Hätte nicht gereicht. Ich glaube, ich gehe jetzt oben, also out of fuel. Willkommen zurück. Ich schaffe keine zwei Runden, Olli. Ich wollte die Runde gezeitet haben, schaffe ich nicht. GT4. Dann habe ich zu viel riskiert und wäre sowieso nicht gezeigt. Also, ich Cut bekommen kurz vorher. Dass der nicht für zwei Runden tankt? Hier, oben. Das war's. Meine erste Erfahrung mit GT4. Minuten umsonst. GG. Was brauch ich denn hier? Ja, at least 2 laps. Ich kann doch keine 2 laps fahren. Komm, wir zeigen später mal schneller das auch. Ich mach das gleich nochmal mit dem. Ich wollte ja das mal testen. Aber GT4 ist, glaube ich, wirklich entspannt, die Strecke zu lernen. GT3 ja auch, das ist ja alles kaum so schnell, also wirklich. Aber GT4, wenn du nur entspannt fährst, kannst du eigentlich schon Quatsch und andere Sachen noch nebenbei machen. Also wenn du am Limit fährst, natürlich nicht, aber so wie ich. Schauen wir uns mal das hier an. Was das hier ist. Mm-hmm.
eigentlich mit dem hier? Achso, es gibt kein Dings available. So ist dann Geist, aber so ist immer okay. Also ein bisschen habe ich mir jetzt den mittleren Abschnitt gemerkt, Olli, aber noch nicht so ganz. Aber zumindest die paar Teile, wo es mich immer rausgekickt hat. Und mir ist halt nie wieder diese komische Eiskurve in die Quere gekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche das ist. Ja, wird schon, auf jeden Fall. Und ich sehe halt beim Linksfahren hier nichts. Und der GT4 hatte 7 Gänge irgendwie? Fand ich auch interessant. Als ich eben gefahren bin. Ich weiß noch nicht, wie der vom... Also das mit der Sicht... ist halt ein bisschen seltsam. Hat der denn 7? Ich habe eine längere Strecke als Nürburgring noch gefunden, also als Nordschleife. Ich glaube 50 Kilometer habe ich mal auch drauf getan. Ganz witzig eigentlich. Das ist, glaube ich, so eine mehr so Rallye-Strecke. Aber ist trotzdem geil irgendwie. Oh, wow, wow, okay. Wenn dir das schon gefällt, dann musst du in Formel 1 mal dabei sein. Spezi. Ich fahre jetzt mit dem Auto das erste Mal hier. Muss ich auch wieder rantasten. Ich will mich an so viele Begebenheiten gewöhnen wie möglich. Bin ja ein bisschen AC gefahren, ne? Und bin dann mal kurz ACC gefahren. Also das ist schon noch ein Ticken krasser, was das angeht. Was die, was das Gefühl angeht. Oh. Also egal, ist eine Aufwärmrunde. Ist schon noch ein Ticken krasser. Da fühlt sich irgendwie die Autos fast, also einige Autos so an, zumindest der Ferrari und der Porsche, den ich probiert habe, wie so das Formel 1 Auto hier mit der direkten Lenkung. Ja, es reißt mich brutal am Lenkrad. Ich bin da am Gegenlenken, klar. Die ganzen Bewegungen, die du hier siehst, habe ich am Lenkrad auch. Sag nicht, das war die Eiskurve, nie, oder? Hab nicht aufgepasst gerade. Ich muss es ja irgendwann mal loswerden, später dieses Kitzeln und Jucken im Hals die ganze Zeit.
musst den Lenker schon festhalten, sonst bist du, sonst kannst du nicht fahren. Wenn ich loslasse, dann dreht es sich ja. Ich weiß nicht, wie ich das einstellen soll, das Auto. Das ist irgendwie so zwischen... zwischen dem... also Formel 1 nicht. So ein bisschen Formel 2, Formel 3. Das andere LMP war viel schneller. Das war, glaube ich, LMP 1. Trotzdem stark irgendwie. Oh, ich habe einen zweiten geschaltet. Hätte ich nicht machen sollen. Dritte hätte gereicht. Olli, die auch im Chat hier ist, Spezi, der ist der aufgewachsen auf der Straße, auf der Strecke. Der quasi hier gecampt die ersten 10 Jahre seines Lebens. Weißt du, der wohnt hier. Der kennt alles in- und auswendig. Der hat jede Nacht bei einer anderen, auf einer anderen Kurve geschlafen. Und bei 100 Nächte, weißt du, mal in jeder Kurve geschlafen. Und wurde auch noch gezeugt, das auch noch. Das kommt noch dazu. Hier gar nichts? Kein Kers? Der in Formel 1 bin ich auch noch 311 gefahren. Bei 317,24, um genau zu sein. Aber geil, wie hinten das rauskommt. Das Feuer. Ich bin bis jetzt jede Runde, die ich gefahren bin, oder jede gezeitete Runde, mit kaputtem Auto gefahren. Ich habe nie geschafft, das Auto ganz zu haben. Nein! Boah! Wieso bin ich denn da so krass? War ich so schnell? War ich drauf geachtet? War zu schnell. Muss ja. Man hat mich voll rausgetragen. Also diese Linkskurve mit diesem Cockpit, das sind echt nicht schön. Gute Nacht, Spezi, angenehmes Träumchen.
Das mit dem Wackeln ist halt hier auch, fällt mir dann auf. Aber irgendwie ist es schon fast normal. Ich spüre die identischen Bewegungen auch im Lenkrad. Ich glaube, sonst würde ich Game Sickness kriegen. Irgendwie realisiert mein Körper das, dass diese Bewegungen sein müssen. Weil das ist schon schlimmer als ein Shooter. Mit diesen Bewegungen. Das ist echt wild, ja. Boah, Digga, Digga, nein, nein, yeah! Ich wusste, Gags, brems mehr. Brems mehr. Ich hätte einfach bremsen können und stehen bleiben und dann einlenken, aber... mit den letzten ist noch ein bisschen dreckig, dass wir ein bisschen was probieren. Das hat nicht so Grip irgendwie. Wäre spätestens vorbei. Ja, gut, ich wollte darauf ankommen lassen. Ja, Auto kaputt, egal, komm. Ich frage mich halt immer, wie würde sich das fahren, wenn das genau auf die Strecke angepasst wäre, das Setup. Weißt du? Wie wäre das? Wenn das Setup genau auf die Strecke angepasst wäre, wie wäre das wirklich? Weil du siehst auch im Real Life, die ficken ja so viel rum bei der Formel 1, jede Kleinigkeit, jeder Flügel hoch, runter, links, rechts. Das ganze Auto verstehen die dann nicht mehr, wenn etwas falsch ist. Und es gibt ja Milliarden Setups und ich würde einmal das Gefühl so haben wollen, mit dem Auto zu fahren und mir denken, hey, das ist genau das Setup für die Strecke. Weil da weißt du, wenn 0,1 vom Flügel nicht passt, meckert der Hamilton. Weißt du? Würde ich einfach mal so irgendwie, aber ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wo ich da Setups genau für das Auto, für die Strecke. Ja, natürlich, Formel-Autos sind sehr empfindlich, aber was ich da auch gesehen habe, was die Jungs bei iRacing ACC machen. Ey. Was die da rummachen mit 0, irgendwelche Werten, das ist dann auch nicht andere. Das ist auch die gleiche Dimension wie Formel 1. Vielleicht wirkt es etwas anders aus, aber ich habe da, keine Ahnung, YouTube-Videos gesehen oder gehört, was sie da erzählt haben und alles. Das ist ja abnormal. Da gibt es Leute in der Szene, die machen da nichts anderes, die machen nur das. Die entwickeln gefühlt 24/7 für irgendwie Teams, irgendwelche, oder für ihr eigenes Team-Setup, so wie in echt, oder verkaufen die Setups teuer, für echt Geld. Also, das muss schon seinen Sinn haben. Boah, okay, jetzt habe ich mich auch gemacht. Wie kriege ich das hin? Komm ich denn da drüben hin? Ich bin noch nie so raus aus dem Sitz. Fuck. Boah.
Ich habe Krampf hier. So weit weg schon, Alter. Ja. Lässt sich das so schwer da reinschrauben? Muss so normal total einfach gehen oder nicht? Das passt hier gar nicht vom Gewinde her richtig. Das ist schon Schmutz. Das soll nicht. Na doch, oder? Doch. Du Scheiße, Alter. Sag ich mal noch irgendwas hier. Ah ja. So, ich muss mir das Handy irgendwie vor die Schnauze tun, weil ich muss so komplett wegschauen immer beim Ding. Brauchst du was fürs Tablet, ey, so eine Scheiße. Das Handy wird auch sehr klein sein. Wie ist denn der Link? Kick. / GexTV. Ich hasse Handy tippen, Alter. TV / Chatroom. Nee. App können wir später schauen. Okay. Achso, die App geht gar nicht auf meinem Handy. Habe ich schon probiert. Weil ich zu altes Ding Gerät habe. Ich habe ja ein 8 Plus mit Android 9, glaube ich. Oder weiß ich nicht, ich glaube 9. Ja. Ich glaube mit 9. Und da geht Kick nicht. Müsste das routen und auf Android 13 upgraden, aber ich muss erstmal in die ganzen scheiß Dinger richten. Wie heißt das? Diese Authenticator-Dinger da habe ich jetzt noch nicht. Kann sie das nicht drehen in sich? Soll ich denn das da befestigen so?
sehe ich ja den Monitor nicht mehr. Das wieder locker hier. Das ist ja eben gerade hier. So eine Kacke, Alter. Am besten vor die Fresse. Das ist so schlecht. Kannst du es doch hier oben auch nicht drehen, oder was? Soll ich das hin tun? Drink oder was? Scheiße, ich hab irgendwas geöffnet hier. Ja, das kannst du doch nicht so platzieren. Lässt du los, ist wieder ganz anders. Oha. Das ist ja, also, das hält. Das ist ja Schmutz, das hält ja nicht. Oh je, ich hab so Schmerz. Ich meine, ich kann doch meine Fuck-Muskeln nicht bewegen hier mit dem Cortison. So Schmerz, wie ich das mache. Geh halt dahin, aber geht ja nicht. Ja, das hält nicht. Das kannst du vergessen. Das hält nicht in der Luft. So eine Scheiße. Irgendwie. Boah. Jetzt breche ich das Ding auch noch ab hier. Oh. Krieg ich nicht hin besser. Geht nicht. Ich krieg bloß ein bisschen höher, aber es tut's immer schief machen. Ich kann noch meine Arme nicht heben. Boah, ich die ganzen Mittel, da darf ich das gar nicht machen hier. Boah, krass, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen gerade. Oh, krieg die Arme nicht mehr hoch. So. Komm, mach weiter hier. Ah, ich kann die nicht mehr. Kein Gefühl mehr. Am Arm. Okay. Stimmt, ich kann ja darauf keinen Kick tun auf den Scheiß. So fahren, aber so ist da links auch nicht so. Was mit dem Server? Da steht Connection Issues. Mir zeigt er ganz normal an. Habe ich irgendwann Reconnect gehabt oder so?
Dann gehe ich ja noch mal kurz rein und raus. Habe ich irgendwas gedrückt hier? So, alles gut? Ist doch alles gut. Aber ich wollte eigentlich mit dem fahren hier. Oder mit dem. So, jetzt habe ich es mir irgendwie hingerichtet, habe währenddessen meine Arme zu sehr überanstrengt. Aber passt schon. Ich, für das nächste muss ich es irgendwie anders machen. Ich kann die App halt hier echt nicht installieren. Kann man nicht in Vollbild gehen oder was beim Handy? Okay, na gut. Testen wir mal das. Ja, was ist mit dem Fuel, nicht, dass man wieder ausgeht? Tank? 30? Nee. Mach 40. Oh. Okay, so willst du das die. Hä? Willst du die Kamera nicht einstellen? Yo, freeze! Okay. Hatten wir aber schon ein paar Mal, ne? So. Jetzt wackelt das Handy genauso wie... oh mein Gott! Ja, ich muss das fürs nächste Mal irgendwie optimieren. Dass irgendwie unter dem... Also über dem Lenker ganz knapp oder unter dem Fernseher... Ich sehe halt die Gänge, ach, die sind da rechts. Die Chat dann ist. Was lustig ist, mein Motor, also das berührt gerade den Motor, jetzt vibriert das die ganze Zeit. So, Xbox, war jemand schon Fan? Es gibt auch im normalen Spiel. Es gibt auch im normalen Spiel, Xbox. Aber der ist ja komplett offen, das ist ja zu. Ich muss mir da irgendwie so ein Laptop oder so hin tun. Ein Tablet. Ich weiß ja nicht, wie die App ist, aber ich sehe halt jetzt gerade drei Zeilen. Fühl mich so wie so im alten Siemens-Handy. Aber wie krass die immer noch einander sind. Die Sicker sind Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Die sind so nah aneinander. Beim 24-Stunden-Rennen. Wahnsinn. Ich dachte, die verteilen sich halt da mal. Oder sind das über Rundungen schon? Weißt du, wo die schlechte Erfahrung kommt, Olli, von dieser Nordschleife? Ist mir gerade eingefallen.
komisch abhebt da jedes Mal mit jedem Auto. Das hat. Ja, okay. Hätte weiter links fahren müssen. Yo. So. Bist du noch da, Olli? Bist du noch da? Also da nicht voll fahren anscheinend, oder? Weiter links. Ich muss gerade wegschauen. Die Lautstärke passt. Man misst sich irgendwie. Sah mir das zu leise aus. Schon was dieser Bau hier kann. Jo. Also auf jeden Fall empfindlicher als der andere vorher, was ich auch immer da gefahren bin, hab vergessen. Und der GT4. Das Cockpit hier. Ich muss hier echt aufpassen, wenn ich hier das schon zum Rutschen bringen, dann Nordschleife noch schlimmer. Aber vorne die Reifen sind wild. Kalt. Jemand auch am Handy diesen Auti oder diesen Google Authentifizierer? Boah, mit dem muss ich ja voll aufpassen, Alter. Wenn der dann noch umzieht auf ein anderes Handy. Ich habe doch den Blizzard Authenticator auch noch. Ich habe mein System nie neu installiert, das Handy ist 6 Jahre alt. Ich glaube, eine Zeit habe ich früher Systeme
jeden Tag ein anderes gehabt, weil ich immer andere Dinge. Wer ist das hier? Das heißt hier, Start. Jedes Mal ein anderes Ding drauf. Andere Firmware und weil. Wie heißt das Home-Dings da? Ich vergesse alles. Das geht nicht, weil da ist so ein Hügel. Der ist empfindlich, also der ist schwer zu fahren.